So, jetzt Philipp Wareka. Wareka, Heigl durch. Und da ist das Anschlusstor von München, Markus Eisenschmidt. Und dann dieser Konter über Wareka, Heigl und Eisenschmidt. Abgeschlossen zum 1:2. Jetzt vielleicht mal. Fries Hansen mit dem Schuss abstreicht. Der Nachschussmöglichkeit wieder ab. Das war die beste Chance für Dänemark. Schicka, guter Querpass von ihr, Abstreiter mit der Schulter. Er ist im Butterfly unten und macht trotzdem, ja, fast bis ganz oben zu. Oh, super Pass, da ist das Breakaway und das Tor für Berlin. Freddy Tiffels mit dem 1:1. Und Eder mit diesem Chip-Pass. Klasse Pass von, ja, Tobi Eder. Super Spielzug der Eisbären. Strobel Schuss. Ah, super! Powerplay-Tor für Deutschland. 2:0. Bernie Karp vor der Kiste. Gut abgefälscht mit der Rückhand von Karp. Sehr stark. Spielt Kastner mit. De Sousa! Riesensave. Riesensave von Christos Gutlewskis gegen Patrick Hager. Überragend gespielt von München. Und jetzt? Wow. Bobby Tigers. Durch die neutrale Zone. Fortstedt, Tor! Strafe führt. Goal Fortstedt. Ja, super Einzelaktion. Aus dem eigenen Drittel mit sehr, sehr viel Speed. Sucht er die Lücke. Five-Hole-Alarm bei Hildebrand. Und wieder Ole in so einem Spieler, dann auch so ein Torschütze, den niemand auf der Rechnung hat. Achtung, 2-auf-1-Situation. Bruck ist da, entscheidet die Partie. Und dann ist es doch einer, der das kann. Und Bremerhaven geht in dieser Serie mit 2:0 in Führung. Hier werden keine Dinge gesammelt, sondern die Momente. Und das ist der Moment des Philipp Bruckisar. Oh, toll gespielt! Und er macht ihn nicht. Das gibt's doch gar nicht. Er macht ihn nicht, Byron. Bugel war dran. Das ist wirklich Bugel. Bugel war, wow, der Save of the Match. Hier, rechter Schoner. Da fahrt er aus und jetzt. Boah, leck um you. Oh Gottes Willen. Dann Seite schön gespielt. Und das Tor. In der Mitte alles blank. Da hätte es schon passieren können. Ein Geniestreich. Ein Traumpass von Colt Conrad. Ah, schöner Pass. Running. Running. Scheibe. Rolling. Tyrone Rolling. Der geht durch. Es ist Tyrone Rolling. Das drittlängste Spiel der DL-Geschichte geht's an die Eisbären Berlin.